Hand. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goldemar. Gespräche. Warum denn? Ich weiß, welchen Namen du. Achso. Okay. Was ist denn hier? Entschuldigung. Wie war denn das mit dem Zoom hier? Achso. Okay. Warum sind wir denn jetzt da nach oben? Achso. So. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach so ist das. Dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg Herr aus meinem Land führen. Kaiser M hier trinkt, dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Okay. Dann gucken wir mal, was wir hier so eingesammelt haben. Was sagst du? Das ist unsere Hauptquest. Gut. Also wir haben ein paar Nebenquests gesammelt. Hexerauftrag. Okay. Okay. Achso, ist abgeschlossen. Kampf gefallen. Na gut. Dann machen wir erstmal eine Nebenquest. Ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen was verdienen hier. Chatty! Hör mir gut zu. Das nie wieder. Ich glaube, wir brauchen jetzt ein bisschen Geld. 50 Jahre Arbeit durch den Schornstein. Chatty ist ein Dummkopf, der uns noch alle umbringt. Ich gehe mit ihm erwischt, wirst du es bereuen. Okay, hat das nicht mitgekriegt. Schön. Verflucht. Was soll ich machen zum Teufel? Ich weiß ja auch nicht. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Trotzdem noch kein Grund, uns zu beleidigen. Vorsicht mit den Beleidigungen. Sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Tja. Armes Schicksal. Aber wie ein Vierteljahrhundert, wie ein halbes Jahrhundert sieht er ja nicht an mir. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich hab nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück! Ja. Na, dann haben wir unseren. Unseren ersten Auftrag. Genau. Also, falls ihr das Spiel mal spielen wollt, ne, auf jeden Fall hier in diesen Anschlagbrettern kriegt ihr Arbeit. Ne? Da werden immer die Aufträge ausgehängt, so Hexeraufträge oder Nebenquests, dass irgendjemanden sucht. Ausrufezeichen sagen euch, dass irgendjemand hier eine Quest hat, die ihr annehmen könnt. Plötze ist immer unser Pferd. Ne? Jedes Pferd von Geralt heißt Plötze. Alles andere erklärt sich ja hier von selbst. Das sind Schnellreisepunkte, zu denen können wir, also zwischen denen können wir hin und her reisen. Und die Fragezeichen sind besondere Orte, an denen wir was finden könnten. Oder vielleicht auch ein Monster oder irgendwas anderes. Ne? Also was, ja, müssen wir mal dann die Fragezeichen hier abgehen. Müssen wir schauen. Aber wir machen jetzt erstmal den Quest. Und da müssen wir. Such mit deinen Hexersinn. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Auf den Brandstift. Dann machen wir weiter.
Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Na dann. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Okay. Ist die Fußspur? Nichts, was uns angreift. Okay. Aber schön hier. Also für einen Brandstifter. Aber bestimmt der da, der angelt. Das ist immer der, der angelt. So. Jetzt können wir auch angeln. Wir haben Fischernetz. So, jetzt. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Hi. Wollte wohl seine Spur verwischen. Na, das hat ja wohl nicht geklappt, ne? Wenn ich mit uns hier rechne, würde ich sein. Guck mal, Nilfgaard. Okay. Guck mal, der hat uns hier gesehen. Ach, guck an, da ist er. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Ah ja, okay. Ertrunken. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Wow, er kniet sich hin, um das rauszufinden. Naja, okay. Die Spur führt wieder ins Dorf. Krasser Hexer. Da-di-dum, da-di-dum. Soll ich das Wasser schütten oder nicht? Wir müssen unsere Suppen etwas kochen. Aber Tosley sagt, er würde nicht mal seinem Hund das Wasser geben. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Es ist sicherlich giftig. Ja, das will ich auch sagen. Sicher oder nicht, wer weiß das schon. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Sieht der alle aus dem Fluss? Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Moment mal! Schau mich nicht so an! Also haben die Leute einen ein echter Wedini. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm! Dingsbiberich. Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Na, ja, das ist doch das Richtige für einen Hexer. Wir kommen erstmal in die Wohnung und dann rauben wir die erstmal aus. Wir brauchen keinen Lohn, wir haben schon alles mit innen. Ertrunkenen Clown. Das muss er sein. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles. Oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Nein. Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Also wir wollen ja als Held spielen und ja, ich glaube, das ist ein richtiges Arschloch. Ich kann ihn schon nicht leiden. Nee. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Ach Gottchen. Versuch es doch, Bauer. Ich bleib gerne in Übung. Na, dann schlagen wir uns nochmal hier. Mir bleibt keine Wahl. Ja. Ausweichen, Alter.
Ist aber ein enger. Au, au, aufhör! Ich gebe auf! Verdammt! Du hast mir die Nase gebrochen! Aber nicht die Beine. Also auf zum Schmied. Und lass dir raten, mach keinen Unfug. Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Knapp? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Okay, ziemlich krass für eine Brandstiftung. Okay, krasse Welt. ja, harte Strafe, ja. Ja. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Nee, weißt du, ich hab die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Tja. Na, guck mal, wir können uns was anfertigen lassen. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Wenn er gute Preise macht, vielleicht können wir was kaufen. Achso, hier können wir nur Handwerksmaterialien kaufen. Was haben wir denn? Wir haben noch gar nichts. So, wir können das zerlegen. Oh, wir haben noch gar nichts gefunden hier. Leb wohl. Okay, dann machen wir unser Schwert nochmal fast hier. Zack. So, na, dann gucken wir doch mal. Was machen wir denn jetzt? So. Sorry, Leute. Verdrückt. Oh, das ist ja auch ein bisschen weit weg hier. Okay. Haben wir auch was, was näher dran ist? Wo ist das? Ach, guck mal, das gleich nehmen wir. Machen wir doch das. Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Magen verrückt spielen. Können wir hier noch was mitnehmen? Halt. Hier was für mich. Guck mal. Ein Buch. Hey. Teufel beim Brunnen. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alle schon genug Ärger. Aber vielleicht kann jemand einem Vater in Not helfen. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckchen erhalten. Achso, das ist das, was wir gerade machen, glaube ich. Aber eilt euch, es dringt. Gut. Und das ist das mit dem ja, verschollenen Bruder. Okay. Gut. Wie jetzt eigentlich unsere Gesundheit? Sehe ich nicht gerade. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Auch mal ein bisschen was essen. Ich finde hier nur Schnaps, ey, wirklich. Die saufen hier den ganzen Tag. Okay, ist ja auch eine krasse, also eine grausame Welt. Ich glaube, da bin ich auch sauf. So, wo ist der Typ? Da lang muss man.
Pferd. Aber es ist schon ein hübsches Pferd. Ja, da ist es. Oh, guck mal, der kocht gerade. Kann er uns ja zum Essen einladen, würde ich sagen. Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Der hat ja die Uhr gefragt. Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Okay. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Hm. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Wow. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen. Und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister. Wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Wir arbeiten nicht umsonst. Ich habe Mitleid. Aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Okay. Gut, dann ist das geklärt. Ja, noch 3 Gold mehr gekriegt. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte. Verscheuche ihn. Also, wir sind Hexer, wir verscheuchen nichts, wir töten's. Was ist das? Der berüchtigte Brunnen. Eine Mittagserscheinung? Was hat sie hier zu suchen? Seltsam. Sie greift nicht an. Achso. Okay. Wir sollen im Glossar Bestarium lesen. Eine Mittagserscheinung. Entgegen aller allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um den Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen. An besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf, die sonnenverbrannten Frauen in langen weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen, die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Wälder und suchen nach ihren untreuen Geliebten oder verräterischen Rivalinnen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an dieser Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das Weite suchen. Okay, also wir suchen tatsächlich irgendwas, was die Gutste vor ihrer Hochzeit getragen hat. Ein Ring, ein Schleier, das kleine Blaue, was geliehen ist.
Jo, sehe ich das hier? Ah, hier, okay. Mondstaub als Bombe. Okay. Geisteröl und Hürden. Okay. Gut, wissen wir das. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Tagebuch. Könnte hilfreich sein. Oh Gott. Okay, irgendwas ist passiert. Der erste Tag unserer Freiheit. Und der letzte Eintrag. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so. Ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Okay. Dieses Armband. Es könnte den Geist der Frau an diesen Ort binden. Nein, verdammt. Ich muss das, glaube ich, mal umstellen. Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Okay. Blutflecken. Kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebte. Blutige Handabdrücke. Kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Okay, krass. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Warum die auch immer so grausam sein müssen. Gucken wir uns erstmal noch hier oben. Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Die Mittagserscheinung war zu der Nähe des Brunnens. Sie ist geflohen, aber morgen kommt sie wieder. Okay. Etwas hält sie hier. Alles klar. Ah, scheiße, ich ahne Böses. Blutspuren, fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche,
hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Boah, ist das grausam. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist dir der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Der Fluss ist komplett mit Leichen übersät und vergiftet, tatsächlich, also durch die Leichen. Aber das hier als Nebengewässer wird durch die Erde gefiltert. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Ich muss Geisteröl herstellen, Tränke trinken. Okay. Meinst du, die ist so krass, ja? Herstellen. Geisteröl. Haben wir denn schon Geister? Oh, okay. Zutaten fehlen. Arenaria. Tja, keine Ahnung, wo man das findet. ja, okay, das hat sie erledigt. Katze, oh, Schwalbe. Schön. Okay, auch nix. Tja, okay. Wir können ja richtig viel herstellen, würde ich sagen. Also das mit den Herstellen hat sich eigentlich erledigt. Haben wir denn irgendwas zu essen? Ich glaube, ich lege mal die... Achso. Okay. Ich lege mal die Wasserflasche da rein. Wir haben eine Fackel gehabt, glaube ich. Reinpacken. Falls es dunkel wird. So.
haben wir schon gelesen. Das haben wir auch gelesen. Das ist Armand. Okay. Und das Armband. Igni. Gut, dass wir es ausgewählt haben. Da kommt sie. Okay. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Ja. So ist es. Schnellreisen? Ja. Elegant. Boah, geht das schnell. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer da auf der Straße. Ich kann mich gar nicht auf meinen Job konzentrieren, hier, wenn die da so rumstöhnen. Er feiert und singt, Kaiser M hier trinkt. Dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Was sagst du? Okay, kluge Leute wurden schon für weniger hingerichtet. Aber es ist ja noch ein Kind. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meisterhexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Wir haben ja eigentlich ein gutes Herz, ne? Das ist die Aussteuer von seiner Tochter. Und so schwer war der Auftrag ja jetzt eigentlich nicht. Also wir haben ja jetzt nicht unser Leben aufs Spiel gesetzt. Wiederum, also, ja, das ist auch so wenig Gold, also... Boah. Ach komm. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Ja, immerhin, was ihr kriegt. Namethyst. Guck an. So. Gut. Haben wir's?